da muss es vielleicht ein Umdenken geben. Vielleicht ist das ein guter Übergang zu Herrn Becker, den der Dr. Dienisch eingeladen hat. Ich kenne Herrn Becker auch gar nicht. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich habe schon viel von Ihnen gehört. Und Herr Dienisch war auch das eine oder andere Mal bei Ihnen in der Praxis. Und ich bin gespannt und freue mich auf Ihren Vortrag. Das Gleiche hier aus der ganz anderen Sicht, das ist einerseits die Klinik, welche aus der Praxis, wobei ein Praktiker ja zu sagen ist, ich habe ja eine klinische Vergangenheit. Es ist so, dass ich schon weiß, wie eine Klinik funktioniert. Ich fange jetzt ganz anders an, das ist so mein leitender Anspruch, sich wundern, es geht zu einer neuen Entdeckung. Das hat kein Arzt gesagt, das hat Einstein gesagt und das ist bei uns viel zu wenig ausgeprägt. Unsere Medizin basiert an Herrn Virchow, eine Ansicht aus dem vorletzten Jahrhundert. Und dann würde ich sagen, soll man sich langsam wundern, wieso alles sich auf ihn bezieht. Und dann vielleicht ein Umdenken oder ein Andersdenken, wenn ich was sagen, vielleicht angezeigt ist. Das war zu schnell. Und das habe ich aus einer Fachzeitschrift, so einer Tintenzeitschrift raus. Dann hat Bernhard Shaw, der gesagt hat, Schneider ist der einzige vernünftige Mensch, der mit immer neuen Maß und alle anderen arbeiten mit alten Maßstäben weiter. Und das hat mir eigentlich ein bisschen zu denken gegeben. Und da kommen wir jetzt dahin, wo ich Sie hinlegen will. Da kommen wir zu dem Problem in der Praxis. Ich habe jetzt mal große Schmerzen hingeschrieben. Es gibt natürlich auch Befindlichkeitsstörungen, es gibt auch Reaktionsprobleme. Und die soll man in der Praxis einteilen, in strukturellen, funktionellen, was auch der Herr Dienig schon in der Richtung getan hat. Das heißt, dass Sie bei strukturellen Problemen haben wir von dem Herrn Virchow das Trauma, Entzündungen und Tumoren. Die Definition vorhin war nicht entzündlich. Eine Definition, die über nicht geht, halte ich schon mal für fragwürdig. Stoffwechselerkrankungen interessieren uns also bisschen weniger. Ich habe es mal eingeführt, weil das natürlich auch Probleme machen kann. Und beim Trauma, da kennen wir uns aus, das haben wir gelernt, das ist der Herr Schneider in der englischen Liga, der hat der Eduardo auch mal eine Beinverkürzung verpasst. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, da kennen wir uns aus. Das heißt also, wir haben bildgebende Verfahren, wir können es schön darstellen, da fühlt sich jeder von uns wohl. So, dann haben wir die Entzündung, das kennt auch jeder. Das kennen wir mit Rötung und Erwärmung und Funktionäres und so weiter. Aber wenn man jemanden fragt, du sag mal, kannst du mir empfinden und sagen, was eine Entzündung ist, dann überlegt sich mal, schaffen Sie das? Ja, nur mal zu nebenbei. Weil jeder erzählt hat, Entzündung. Aber was es ist, ist wieder das andere Problem. Kann man auch wunderschön darstellen. Das ist eine ganz fiese Geschichte. Das ist eine Entzündung im C1-Bereich. Da kannst du fast nur noch Mitleid haben. Und dann haben wir das mit Tumor. Das ist eine Patientin, die war schon bei zwei Orthopäden. Muskelstärkende Maßnahmen. Da haben sie befundet, hat hinten vorne nichts gepasst. Und da habe ich doch mal einen Eindruck gehabt, schicke ich mal zum MRT, da kam deshalb was. Und das heißt, im strukturellen Bereich kennen wir uns alle aus, was ist jetzt mit dem funktionellen Bereich? Ja, was durch Charmant als myofasziales Syndrom dargestellt wird, das klingt natürlich auch schön. Und bei Kopfschmerzen myofasziales Syndrom behandeln, ist für mich auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber eine andere Geschichte. Hier haben Sie die Anamnese nicht direkt, das ist gewohnt, sondern indirekt. Und den Befund habe ich mal diffus genannt. Was haben wir? Wir haben solche Anamnesen, die haben sie jeden Tag. Ich habe eine verkehrte Bewegung gemacht oder mir tut es bei einer bestimmten Bewegung weh. Und wenn ich dann frage, was ist bei Ihnen eine bestimmte Bewegung, und dann fängt er an rumzufuchteln. Also die bestimmte Bewegung ist bei Patienten die unbestimmte Bewegung. Dann legendär, ich habe so Wetter und ich bin heute Nacht falsch gelegen. Fragt sich natürlich, wie geht denn sowas? Nehmen wir uns in den Bein. Und der diffuse Befund, sie finden eigentlich gar nichts. Keine Schwellung, keine Rötung, keine Erwärmung. Die Triggerpunkte, die der Kollege Dienisch angesprochen hat, die sehen Sie bei jedem.
so wie sie hier sitzen, also ich glaube nur, dass einer dabei ist, der keine Triggerpunkte hat. Das ist also nur als Befund relativ wenig mehr zu holen. Und dann haben wir immer mit diesen Diagnosen zu kämpfen. Das ist der berühmte Verschleiß, der Muskelfaser ist, der kam in den 80er Jahren aus. Da weiß ich nur, wie ich an Junior Roberts gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und dann die berühmte Muskeldysbalance. Ja, ein Verschleiß ist mir auch klar, ne? Wenn die Formel 1 loslegt, dann macht den Reifenwechsel 20 Runden. Das andere ist ein gewisser Herr Bikini Abebe, Marathonläufer, Olympiasieger 1960 in Rom, barfuß. Hat er nach 20 Kilometern die Sohle gewechselt? Ganz im Gegenteil. Ne? Eigentlich hat er das Gegenteil vom Verschleiß. Und jeder Sportler weiß, wenn ich mich belaste, werde ich eigentlich besser. Was denn die Nummer mit Verschleiß? Ja? Höre ich jeden Tag. Und die muskuläre Dysbalance ist mir vollkommen unklar, warum die wehtut. Also kommen wir zum Problem. Was ist Ursache und was ist Anlass? Ja? Das sollte man auch unterscheiden. Ja? Deswegen, das meine ich mit sich wundern. Dass man mal schaut, was ist jetzt wirklich Ursache und wobei kommt es? Und das ist der Hans-Dieter Wolf, Praktiker in Trier gewesen. Das ist ein Buch 1978, das habe ich auf diese Bahn gebracht. Der hat also die Erkenntnisse der Informationstheorie, der Kybernetik und Systemtheorie auf den Menschen angewandt. Gebe ich auch offen zu, habe ich dreimal gelesen das Buch, bis ich einigermaßen kapiert habe. Liegt vielleicht daran, dass er selber nicht kapiert hat, aber es gibt eine andere Geschichte. Das heißt also, bei der Informationstheorie habe ich eine Information und den Informationstheorie interessiert nur, was man mit der Information. Ich kodiere sie, damit kann ich sie entsprechend weiterreichen. Kann ich sie transportieren, kann ich sie transportfähig machen und am Ende, ja, am Ende des Transports wird es dekodiert. Das ist an sich nicht unbedingt bahnbrechend, aber das ist dafür wichtig. Das heißt, kodieren, weiterreichen, dekodieren ermöglicht Steuerung und Regelung. Und das ist ein simpler Regelkreis, den wir eigentlich in der Schule gar nicht kennenlernen. Das rechts oben ist der Herr Hasselstein, Ordinar aus Freiburg gewesen, Leiter Gottes für Zoologie. Und im Gegensatz zu halt vielen Naturwissenschaftlern war es auch ein hervorragender Mathematiker. Und das ist aus dem Buch raus von dem Herrn Wolf. Sie haben hier eine Regelstrecke, die beherbergt eine Regelgröße. Sie haben hier einen Fühler. Der nimmt diese Regelgröße auf, wandelt es in einen elektrischen Puls um, damit wird es dann transportfähig, kommt hoch zum Regler, dort wird es mit der Führungsgröße verglichen und wenn wir Probleme haben, kriegt man eine neue Stellgröße, die dann dafür sorgt, dass die Regelgröße wiederhergestellt wird. Ein einfacher Regelkreis und den kann man mal ganz charmant auf uns übertragen. Das heißt, wir haben beispielsweise hier einen Muskel. Die Regelgröße vom Muskel ist klar, ist der Tonus. Dieser Tonus wird von dem Fühler, bei uns heißt es den Rezeptor, aufgenommen, dann zum Regler gebracht, der bei uns im Rückenmark sitzt. Dort wird er mit der Führungsgröße verglichen, das vom Gehirn kommt, vollkommen einfach. Und dann, wenn ich Probleme habe damit, kommt eine neue Stellgröße, die dafür sorgt, dass der Tonus wiederhergestellt wird, den ich brauche. Und das mal ganz so hinskizziert, ich habe also hier diese Regelstrecke, dann habe ich hier den ersten Steuerungsabschnitt, hier wird es verarbeitet, kommt jetzt Vorderhand rein in den Muskel und wird wieder reguliert. Und dann wird es natürlich komplizierter, weil ich Informationen habe von den Gelenken, von der Muskulatur, die der Klinik gesprochen hat, über die Haut und auch die inneren Organe, die dann hier entsprechend mit Informationen versorgt werden, das entsprechend die Peripherie gibt. Das heißt also, der Mensch sollte als Dynamsystem aufgefasst werden, besteht aus Materie, Energie und Steuerung. Das ist also die Definition des Dynamsystems. Die Materie ist bei uns gleich Muskel, Knochen, Bänder, da kümmert sich der Chirurg drum, der Orthopäde. Die Energie ist die Geschichte um den Stoffwechsel, wissen Sie auch, kümmert sich der Internist drum. Problem, wer kümmert sich um die Steuerung? Da will ich jetzt gar nicht weiter reden, wer sich darum kümmern sollte, sonst komme ich wieder irgendwo rein, wo ich nicht so richtig mag. So, also, das wäre jetzt die Basis dazu, wie kommt es jetzt zu diesen funktionellen Problemen? Das heißt also, die Fühler, die wir haben, sind die Propriozeptoren und Nozizeptoren.
was bei uns eigentlich nie so richtig unterschieden wird zwischen Propriozeption und Nozizeption. Wir reden immer nur bei Schmerz von der Nozizeption. Und das ist das, was ich für einen Denkfehler halte und das ist, was ich jetzt hier eigentlich erreichen will, dass sich da ein bisschen sich darüber wundern, warum wir immer nur von der Nozizeption reden, nicht von der Propriozeption. Und weil die Herrn Friedman-White von früher genannt werden und auch der Herr Polacek. Der Typ 4 ist vollkommen klar, der Nozizeptor, das ist vollkommen klar, sie treten in einen Nagel rein. Da kommt der Nozizeptor, wandelt den elektrischen Puls um, damit jetzt ein transportfähig, kommt ins Rückenmark rein. Dort wird nur umgeschaltet, geht nach vorne raus über das Motorneuron, wissen Sie, über das Vorderhorn, in die Muskulatur und Sie ziehen den Fuß weg. Selbstverständlich wird es auch umgeschaltet in die Zentrale rein, sodass Sie auch eine Reaktion dann haben kann. Das eine ist der Reflex, wie Sie wissen, das andere ist die Reaktion. Diese Nozizeption hat mit dem ganzen myofaszialen Syndrom, wie das hier genannt wird, also mit den Schmerzen der unklaren Genese, nichts zu tun. Wir haben also den Typ 3, habe ich jetzt übergangen. Das ist für die Überlastung zuständig, das lasse ich jetzt mal weg. Typ 2 für die Veränderung und Typ 1 für den Zustand. Und das ist der entscheidende Faktor, der Typ 1. Was macht der? Der nimmt hier, wie wir das so gelernt haben, als Reiz auf. Ich würde es lieber als Info nennen. Entweder im Gelenk, in der Muskulatur, in der Haut oder in den Organen, haben wir schon gesagt, wird durch den Fühler bzw. durch den Propriozeptor aufgenommen, elektrisch in Puls umgewandelt, damit transportfähig. Wo kommt es hin? Ganz klar, ins Hinterhorn. Das ist das, was wir als Afferenz kennen, was als erster Steuerungsabschnitt beim Dynamosystem wäre. Dort wird es aber nicht weitergeschaltet, dort wird es verarbeitet. Das heißt, die Info, die dort ankommt, wird dort hier verarbeitet, dass die Peripherie entsprechend reguliert wird. Diese Verarbeitung muss schnell, hart und präzise gehen und die geht nach einem binären System. Begriff aus der Systemsteuerung, das kennen Sie, das ist 0-1, ja, nein. Das heißt also, wenn die Jungs es dort richtig machen, dann kommt die Information in Ordnung und das wird dann mit ja entsprechend dekodiert. Also die Information, Knie in Ordnung, kommt oben an, in diesem unteren Zentrum, sprich also im Hinterhorn, wird dort dekodiert und wenn sie es richtig machen, heißt ja in Ordnung. Wenn die jetzt aber einen Fehler machen, dann kommt nur Nein raus. Ja, die können dort nicht sagen, ach, keine Ahnung, lass mich in Ruhe, fahr mich morgen wieder, schlag mich tot oder sowas. Die können, wenn sie was falsch machen, nur Nein sagen. Das heißt also, sie haben eine Fehlinformation im zweiten Steuerungsabschnitt, der in die Peripherie geht. Ich als Orthopäde nehme natürlich ein Gelenk dafür her. Das heißt also, wenn jetzt ein Fehler bei der Dekodierung entsteht, wird die Peripherie mit einer Fehlinformation versorgt. Das bedeutet also, bei der Muskulatur haben wir entweder eine Tonusminderung oder aber eine Tonussteigerung, je nachdem welche Muskulatur es ist. Ja, da bin ich im Gegensatz zum Herrn Dinic, der von vorne verlangt, ich habe eine Muskelsteigerung und die höre ich immer wieder. Ja, das ist der Force muskulär, das heißt, der Muskel verspannt sich, um das Ganze zu schonen. Tut er nicht. Das heißt also, wir haben die Auswirkung auf die Muskulatur, dann auf die Haut. Die Kieplerfalle ist schon lange beschrieben. Sie kennen die Hyperästhesie, also die Berührungsempfindlichkeitsverminderung. Das gibt es natürlich strukturell, da können Sie jeden Querschnittsgelenken fragen, das gibt es aber auch funktionell. Das sieht man jetzt nicht hier so ganz so deutlich. Das heißt, wenn Sie jetzt die Berührungsempfindlichkeit von außen nach innen tasten, dann haben Sie bei dieser blauen Linie die Umschaltung. Das heißt, er hat laterale Berührungsminderung und medial hat er fast normal, manchmal ein bisschen, aber das ist nur ganz diskret. Wenn es jetzt von außen nach innen kommt, haben Sie diese rote Linie. Und da wird es natürlich schwierig, wenn es strukturell und funktioniert sich nicht. Deswegen tun sich ja die Neurologen vor allem am Fuß schwer. Wobei die großen Gelenke, ich habe hier die Linie durchgezogen, ausgespart sind. Kniegelenk und Obersprunggelenk. Dann haben wir natürlich diese Auswirkung aufs Gelenk. Und zwar ist das, was unter den Fachleuten als Blockierung bezeichnet wird. Ja. Diese Blockierung ist in meinen Augen nur eine Reaktion auf eine Falschinformation im Rückenmarksbereich. Bei den Orthopäden geht es natürlich andersrum, weil ein Orthopäde
das Gelenk ins Zentrum stellt und deswegen ist es ja das Gelenk. Und Sie haben ja zu Recht schon bemerkt, es ist ein bisschen wenig, sich bloß auf die Gelenke zu konzentrieren, wenn der Mensch doch eigentlich aus viel mehr besteht mit seinem Bewegungsapparat, auch auf die Muskulatur. Das ist also die Blockierung nur an Symptomen. Diese drei Dinge, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe, bleiben bei den Betroffenen, ich will ja gar nicht mal Patient sagen, oder wie heißt es schön, der gesunde Patient, der schmerzfreie gesunde Patient, das ist ja richtig schöne klinische Bezeichnung, ist von den Betroffenen, wird das nicht bemerkt, das kann man eben zeigen, aber bemerken ist da nichts. Okay, wenn er es nicht merkt, wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn es nicht auf der Rückenmarksebene bleibt, sondern es in die Zentrale hochgemeldet wird. Das hieß früher im Studium Finn der Hinterhorn, das mag ich nicht so einen Ausdruck, aber wollen wir mal lassen, dass also hier diese Meldung durchkommt. Wenn die Meldung richtig ist, dann sagt die Zentrale, ja, das lassen wir doch mal ruhen. Ist aber das ein Schmerzsignal, dann hat er nicht das Finn Error. Nee, wenn ich oben ein Problem gemeldet bekomme, wird es hier als Schmerz empfunden. Und wenn ich eine kleine Störung habe, dann haben die Leute das Ameisenlaufen, das Ziehen oder das Wimmern. Ja, zu mir kommen Patienten, die behaupten, sie hätten Ameisenlaufen, wo ich überzeugt davon bin, dass sie gar nicht wissen, wie eine Ameise aussieht. Wenn natürlich von 1000 Einheiten 100 verkehrt sind, dann haben die dieses. Wenn also von 1000 Einheiten 900 verkehrt sind, dann tut es richtig weh. Oder wie vor kurzem ein Patient mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Doktor, es sind keine Schmerzen mehr, jetzt tut es wirklich weh. Und da komme ich natürlich nicht prügel rein, was will der mir damit sagen? Und wann versagt dieses Filter? Bei Wetterwechsel, feuchter Kälte, weil Temperatur ein Regulationsproblem ist. Regulationen im Temperaturbereich sehen Sie selber, wenn Sie im Winter vor die Tür treten und es ist 15 Grad, also sagen Sie, ui, es ist warm. Im Sommer sagen Sie genau das Gegenteil. Ja, hallo, für die gleiche Temperatur. Da merken Sie, was bei uns ein Regelungsprozess ist. Wir bezeichnen es als Gewöhnung, ich bezeichne es ja als Regelungsprozess. Das ist anders wie im Stillstand. Langes Liegen, langes Sitzen, langes Stehen. Daher kommt der Ausdruck falsches Liegen. Ja, warum denn wohl? Ja, weil als kleines Kind gelernt hat, wenn ich Aua habe, welches Bett liegt, solange es Ruhe ist. Wenn ich in die Klinik komme, was machen die als erstes mit mir? Das Bett liegen. So, jetzt fahre ich morgens auf, ich habe Schmerzen. Was habe ich verkehrt gemacht? Was kann ich da schon verkehrt machen? Deswegen kommt der Ausdruck her, falsches Liegen. Und das, was am meisten ist, ist schließlich und ergreifend der Stress der Zeitstock. Und dass wir in der Stressgesellschaft sind, das ist ja brutal. Ich bin jetzt auch ein Weilchen niedergelassen. Also wo ich mich niedergelassen habe, 30 Jahre ist her, da ein 60-jähriger Mann zum anderen 60-jährigen sagt, was, du arbeitest noch? Ich bin im Vorruhestand. Was sagen die heute? Reicht dir deine Rente? Ja, hallo? Sind wir in den 30 Jahren ärmer geworden? Also wenn ich ausschaue, die Autos sind dicker, die Häuser sind größer, ja, und die Läden quillt über, ja, und die kommen immer klar. Was wir auch noch haben, ist die Emotion, wie ich das nenne, wenn jemand schwer krank ist beispielsweise. Ich finde es super, ja, wenn jemand seinen Mann pflegt, was viel häufiger der Fall ist, als die Zeitungen es schreiben wollen. Ja, stellen Sie vor, Sie sind 30 Jahre mit so einem Brocken von einem Kerl verheiratet. Jetzt hat er einen Schlaganfall, ist nur noch ein Häufchen Elend, den pflegt sie und sie hat keine Chance. Sie sitzt in der Falle. Denn sie kann machen, was sie will, der wird nicht mehr so, wie er vorher war. Die andere Möglichkeit, die es dann noch gibt, die finale Lösung, die will sie ja auch nicht haben. Und da werden solche Leute werden dann zum muskelstärkenden Maßnahmen geschickt. Wie das funktionieren soll, erzieht sich mir voll Unverständnis. Und was dann nicht ganz so häufig ist, aber einige Depressionen fangen mit körperlichen Schmerzen an. Das sollte man rausfiltern. Das war jetzt aber der Anlass. Weswegen ist denn das im Rückenmarksbereich die Fehlerbereitschaft bei uns so gegeben? Liegt ganz einfach daran, ne? Wenn Sie das Ganze als dynamisches System begreifen, als Software, damit die Software auch wie in der Kind hat. Ah ja. Und da muss man natürlich die Unterschiede sehen. Das ist eine ganz andere Kultur, wenn oben, das andere, die mangelhafte Qualität, bitte ich zu entschuldigen,
Das war nur meine alten Praxis, da war unten eine Eisdiele und das ist der ortsansässige Kindergarten. Ja, die werden dorthin gefahren, essen ihr Eis in dem Wagen und werden wieder fortgefahren. Vom Sicherheitsaspekt her. Genial, weil die Kirchenstraße in Grünzell natürlich, ja wahnsinnig, ja, da ist der mittlere Ring ja ein Ponyhof, der geht. Und dann, das sehen wir nochmal, das ist Inside. Das eine ist Outdoor, das andere ist Indoor, wie man heutzutage sagt. Ja, wie lustig es bei uns zugeht. Das Bild ist nicht von mir, das habe ich aus dem Internet runtergeladen, weil die Kinder gar nicht relativ wenig zu tun haben. Die einzige, die da grinst, ist dieses Mädchen. Warum wohl? Weil es der Vater ist, der sie fotografiert. Ja, ja, Wahnsinn. Und da geht es natürlich nach dem Kindergarten erst recht richtig los. Also ich bin nicht ich, das ist auch aus dem Internet. Ich komme nicht aus Bayern. Ich will jetzt also nicht der Kinderarbeit jetzt hier irgendwie das Wort reden. Ich will bloß auf den Unterschied hinweisen. Ja. Und wenn Sie da mal das sehen, ich habe das mal gesehen, das hat mich also beeindruckt, ist schon länger her. Da habe ich so eine 7-jährige, darf man eigentlich mega Kind sagen, oder das ist auch schon verboten. Also ein farbiges Kind habe ich da gesehen, das hat bei Ebbe so Würmer gezupft. Da werden Sie natürlich sagen, na und? Ja. Aber die hat oben so ein Säckchen gehabt, mit so Nüssen drin. Also zwischendurch so immer geknackt, rein vom hygienischen Standpunkt vielleicht nicht ganz so gut. Aber die hat sich bewegt, als wäre gar nichts. Die hat sich ganz normal, ich habe leider Gottes keine Filmkamera dabei gehabt, das war schon viel zu lange her. Meine Frau hat mich nach einer halben Stunde weggezogen, schon wenn ich heute noch stehe, ich habe gesagt, mach mal, das ist ja wunderbar. War sie das mal in dem allen anderen? Also ich kann mich erinnern, ja, zu meiner Glanzzeit, wo ich nämlich krank war, dann haben wir Kniebeugen üben müssen, so richtig andächtig, das geht beim Neunjährigen nicht, also haben wir ein Gesangbuch draufgesetzt bekommen. Zwei Drittel sind gescheitert mit den Kniebeugen beim Gesangbuch. Da werden sie natürlich sagen, ja, brauche ich das, natürlich brauche ich das nicht. Aber ich habe halt eine schlechte Software. Und dann ist klar, das kommt dabei raus. Ne? Wenn der deutsche Mann was trägt, trägt das so. Ja, die anderen sagen das so. Und das ist natürlich klar, wenn ich natürlich erfolgreich sein will, will ich ein gescheites Auto haben. Ja, wenn Sie glauben, es ist meins, täuschen Sie sich. Also ich kann es aber zeigen. Ja, und das ist natürlich die andere Seite. Den Luxus, den wir haben, ja, haben wir davon, dass wir das Hirn aufblasen, bis zum Anschlag. Aber da, wo die Reflexe ablaufen, die Automatismen im Rückenmarksbereich, ja, fragen Sie doch mal ein bisschen den Kollegen, wofür ist das Rückenmark da? Sagt er als erstes mal, ey. Ja, wofür Auge, Herz, Lunge, Niere ist, das ist klar, kein Thema. Aber Rückenmark, das ist es. Und erst recht Leinfragen kann es vergessen. Also, was ich haben will, ist das, oder was heißt haben will, dass Sie vielleicht mal dazu übergehen, funktionelle und strukturelle Dinge zu erkennen. Und zwar einfach in der Interpretation raus, was natürlich der Kollege aus dem vorletzten Jahrhundert nicht wissen konnte, das einfach als Software und Hardware zu bezeichnen. Okay, dann darf ich über alles reden, nur so wie die Zeit, deswegen höre ich auf, bedanke mich sehr. Lieber Herr Kollege Becker, vielen Dank. Ich gebe das jetzt gerne zur Diskussion, bitte. Das Auditorium ist offen. Als letzte Frage in der Akutsituation. Die meisten von uns haben schon irgendwie eine Lumbago gehabt und haben dann gesagt, was machen wir jetzt? Lege ich mich ins Bett und mache dann ein paar Übungen im Bett oder versuche ich doch irgendwie zu gehen oder versuche ich irgendwie das zu deblockieren oder brauche ich da eine Spritze im Rücken? Was brauche ich da? Ja, die müssen natürlich erstmal unterscheiden, woher der die Lumbago hat. Sie können selbstverständlich was Strukturelles haben. Das ist die Nervenentzündung, auch bei einem Bandscheibenvorfall. Der kommt schon ganz anders rein. Der wäre chirotherapeutisch nicht erfolgreich. Die andere Form vom Hexenschuss ist eigentlich das Super-GAU. Super-GAU nenne ich das, wenn er den Zugriff auf die Muskulatur überhaupt nicht mehr hat. Das sind die Patienten, die in der sogenannten skoliotischen Fehlhaltung haben. Warum? Weil die natürlich das über die Gleichgewichtsregulation machen müssen, über die Stabilisierung, über den Gelenkschluss, der kleine Wirbel. Das heißt, der geht erst mal ins Hohlkreuz und macht eine leichte Drehung und dann kann er so langsam gehen. Das ist der klassische Hexenschuss. Da können Sie verständlich Chirotherapie machen, da können Sie Akupunktur machen. Das hilft Ihnen zwar, dass er schmerzarm ist,
Den Schmerz, den er nämlich hat, ist nicht beim Gehen, sondern beim Liegen, wenn er sich drehen muss. Also wenn Sie mal einen gehabt haben, der zu umeinander gelaufen ist, dann fragen Sie den. Der Schmerz, den der hat, hat er nicht beim Gehen, beim Stehen, sondern hat keinen Zugriff drauf. Aber wenn er liegt und er dreht sich, dann schießt es dann wie ein Messer rein, und zwar auf der Höhe. Warum das so ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich kann es nur sagen, dass Sie das regelmäßig alle sagen. Welche Seite ist dann wieder reiner Zufall? Ich habe den Eindruck, dass die uns häufiger ist, aber das habe ich nur den Eindruck. Das geht, das darf man nicht so laut sagen, nach 4 Tagen spontan weg. Das heißt also, ich frage zuerst mal, wie lange haben Sie es schon? Wenn er 2 Tage hat, dann sage ich, das müssen Sie 2 Tage weg haben. So viel Überzeugungskraft muss ich dann schon haben. Und bei über 90% haben die da wieder einen Zugriff drauf. Zugriff auf, dass sie dann nicht mehr auf allen Vieren laufen müssen, wenn es schnell gehen soll, sondern dass sie einigermaßen kontrolliert laufen können. Und dann kann ich zuschlagen. Das heißt dann, wenn er am 4., 5. Tag kann ich meine Chiro machen und dann geht es aber steil bergauf. Das ist also immer so wie eine Darf ich das nochmal nachmachen? Also wenn ich so reinkomme, ein bisschen gedreht. Also wenn ich so langsam so, reinkomme und dann ist es so richtig merkt, dass er nicht so reinkomme. Nicht, ja, wenn er so reinkommt, dann entlastet er die Nervenwurzel. Dann ist er voll, da kann er alles machen. Ja? Bloß das dann macht er ungern, weil dann die Nervenwurzel mit Druck kommt. Lieber Lecker, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Und damit es nicht zu irgendwelchen Verspannungen kommt, haben wir die Annika Berling da. Ah, die Barbara Geilhoff heute. Also vielen Dank, Applaus.